Der Auricher Weihnachtszauber könnte in diesem Jahr über die ganze Stadt verteilt werden. Diese Idee wird in Aurich bei der Suche nach einem coronasicheren Konzept diskutiert. Ob Weihnachtsmärkte allerdings überhaupt stattfinden dürfen, steht noch nicht fest. Eine Entscheidung darüber ist noch nicht gefallen. Während die Kinos in Aurich und Leer schon seit Wochen geöffnet sind, werden seit Mittwochabend auch im Emder CineStar wieder Filme gezeigt. 5 Monate lang war das Kino wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Die Betreiber haben ein Hygienekonzept. Unter anderem werden nur etwa 300 der mehr als 900 Sitzplätze belegt. Der Landkreis Aurich meldet nach rund 2 Wochen erstmals wieder steigende Infektionszahlen. Am Donnerstag stieg die Zahl von 8 auf 10 Fälle. Und hier sind die Zahlen für ganz Ostfriesland. Musik.